Aufgrund der aktuellen Situation in Israel spitzt sich die Bedrohungslage für Jüdinnen und jüdische Einrichtungen in Deutschland massiv zu. So ist es in den vergangenen Tagen in vielen deutschen Städten zu antisemitischen Angriffen gekommen. Die Synagogen in Münster und Bonn wurden attackiert. In Düsseldorf wurde der Gedenkstein der alten Synagoge in Brand gesetzt. Auch in weiteren Städten kam es im Umfeld von Synagogen zu Ausschreitungen. Diese Vorfälle reihen sich in einem immer häufiger werdenden antisemitischen Übergriffen wie jüngst auch in Bochum. 80 Jahre nach dem Pogrom von 1938 und mehr als 70 Jahre nach der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager sind Übergriffe und Morde an JüdInnen, regelmäßige Verleumdungen und Verunglimpfungen nicht nur in Europa, sondern weltweit werden wieder traurige Realität. Diese Angriffe sind aufs Schärfste zu verurteilen. Sie machen wieder einmal deutlich, JüdInnen werden zu Projektionsflächen des unverhohlenen Israel-Hasses vieler und müssen Angriffe von AntisemitInnen fürchten. Doch Angriffe auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen finden nicht wegen des Nahostkonfliktes statt, sondern einzig und allein aus antisemitischen Beweggründen. Antisemitismus aus solchen zu benennen und zu verurteilen, muss demokratischer und antifaschistischer Grundkonsens sein. Andernfalls sind alle nie wieder Beteuerungen wertlos. JüdInnen müssen in Deutschland sicher leben können. Als Studierendenvertretung der Frankfurter Universität sehen wir uns dabei in einer besonderen Verantwortung. Zu einem ist der Name der Frankfurter Universität unweigerlich mit der kritischen Theorie verbunden. Sie steht damit für die Aufarbeitung der Nazi-Barbarei sowie die Analyse gesellschaftlicher Voraussetzungen von Antisemitismus. Die Erforschung des Antisemitismus, seiner Genese und seiner Wirkweise sowie die Vermittlung entsprechender Erkenntnisse sind für die erfolgreiche Bekämpfung des Antisemitismus von höchster Wichtigkeit. Zum anderen ist die Uni Frankfurt seit inzwischen 20 Jahren auf dem ehemaligen Gelände der IG Farben ansässig. Einem Unternehmen, das an der Organisation und Durchführung der Shoah maßgeblich beteiligt war. Diese Vergangenheit nicht zu verdrängen, sondern aufzuarbeiten, ist unsere aller Pflicht. Nicht nur an der Universität, sondern in der Gesamtgesellschaft. Und Aufarbeitung der Vergangenheit muss in erster Linie heißen, in der Gegenwart und Zukunft jedem Antisemitismus mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Genau das tun wir heute. Wir stehen hier, um diejenigen gegenüber unsere Stimme zu erheben, welche Israel als Apartheidstaat bezeichnen und damit zugleich Israel dämonisieren und das südafrikanische Apartheidsregime relativieren. Wir erheben unsere Stimme gegen diejenigen, die ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer fordern und damit Israel faktisch das Existenzrecht absprechen. Das Recht Israels als jüdischer und demokratischer Staat und Schutzraum in Sicherheit und Frieden zu existieren, ist eine Selbstverständlichkeit, deren Infragestellung nicht toleriert werden darf. Wir erheben unsere Stimmen gegen alle, die unter dem Denkmantel vermeintlicher Israel-Kritik ihrer antisemitischen Ressentiments entladen. Denn Antisemitismus hat in Frankfurt, auf dem Unicampus und in unserer Gesellschaft keinen Platz. Unsere Solidarität gilt der jüdischen Gemeinschaft und allen JüdInnen, die von antisemitischer Gewalt bedroht sind, gegen jeden Antisemitismus. Und ich habe das nur vorgelesen, also das ist ein Grußwort vom Asta, der leider nicht hier sein kann. Vielen Dank.